Er kann maximal einen schlagen. Und Simco wird derjenige sein, der jetzt in die Seite reingeht, wird den stechen. Der zweite wird reagieren. Der wird dann entweder durch Zenny mit Zen getötet oder durch Simco, weil er den Block nicht schnell genug noch wechseln kann. Und der dritte wird dann von den beiden kalt gemacht. So meine Aussage, Bremse. Zuhören. Ja, die Aussage klang immer ein bisschen anders. 3, 2, 1, Charge. Das ist genau das eingetroffen, was ich gesagt habe. Gut, lass gut nach. Kampfdreieck, Blockbereitschaft. Kuruk, irgendeine Anmerkung? Die beiden, die da meinen, jetzt irgendwie rumzustehen und so rumzuknutschen, können gleich gehen. Ja, ansonsten. Ich hätte zwar schon. Von der Verteidigung gerade die Ansage, ich soll nicht durch deren Schwarz laufen. Ich hätte es vorhin irgendwie. Nicht gesagt, ich hätte es gerade. Geschrieben gehabt mit einem Mannschaft klar. Wenn ihr an einer Flanke steht, dann ist es nicht eure Aufgabe, aggressiv durchzupushen. Das ist nicht die Aufgabe. Das ist ein Teil eurer Aufgaben. Aber es ist auch ein Teil eurer Aufgaben, an der Flanke defensiv zu spielen, die Flanke zu halten. Und wenn es nicht geht, dann muss man was machen? Zurückfallen. Ansagen machen. Und so kann es nicht sein, dass da auf einmal 5 Leute innerhalb von einer Sekunde sterben und riesige Lücken entstehen. Ich konnte da jetzt problemlos bei Preußen vorbei, ohne dass da überhaupt eine Lücke gemacht wurde. Das lag daran, dass da überdehnt wurde. Warum überdehnt man eine Flanke? Was ich vorher gesagt habe. Achtet auf das Charge-Auge. Guckt, wo könnt ihr reingehen, wo könnt ihr einen Safe-Kill machen, wo könnt ihr keinen machen. Lasst den Entschuldigung, wenn ich noch ausreden darf. Lasst den Charge sich entwickeln. Nutzt die Fehler des Gegners aus, wenn er welche macht. Aber sagt nicht gleich von vornherein, ich gehe jetzt rechts weg. Genommen. Der Dritte hat sich glücklicherweise noch irgendwie rausgewunden, aber habe ich genau das eingetroffen, was ich vorher gesagt habe. Achtet auf das Charge-Auge. Guckt, wo könnt ihr reingehen, wo könnt ihr einen Safe-Kill machen, wo könnt ihr keinen machen. Lasst den Entschuldigung, wenn ich noch ausreden darf. Lasst den Charge sich entwickeln. Nutzt die Fehler des Gegners aus, wenn er welche macht. Aber sagt nicht gleich von vornherein, ich gehe jetzt rechts backstippen oder ich push jetzt rechts. Das bringt nichts. Lasst den Charge entwickeln und nutzt dann die Fehler aus. Charge! Meine Überlegung war bloß, wenn sie auf einen nur gehen, dass sie dann wirklich einen Safe-Kill machen. Und nicht, dass der eine vielleicht doch noch in den Block reinkriegt. Rechts zurückfallen, Preußen. Zurück zur Mitte. Ja, Sandy Mixer, das wäre zum Beispiel unnötig. Gegen schön, Hayek reagiert. Finde ich gut. Rechts, links pushen, Preußen. Dreht dagegen. Blockt euch nicht in der Mitte. Hier, Preußen, mit rennt ihr denn in eine Übermacht rein? Das ist hirnrissig. Lass das. Nervst du nicht weg, Russe? So, mal Freeze. Ich sag dazu jetzt nicht, Simke. Alex, gut geachtet, du versuchst auf der linken Seite, hast gepusht, ne, hast gesehen, der rechte Kamerad geht nicht mit, weil er Angst hatte, dass du die linke Seite fällt, hast das gut gesehen und bist zurückgewichen. Fand ich sehr gut. Simko, was jetzt hier gerade passiert ist, das kommentiere ich nicht, das wirst du selber. 3, 2, 1, Charge. Ja, ich habe das gemacht, was die Ansage war und die anderen nicht. Was denn von der Ansage? Ich habe angesagt, rechts zurückfallen, links pushen und alle anderen sind von links in die Mitte gelaufen und haben sich da gebloppt und wurden deswegen von den Russen im Kreis und sind gestorben. Und hast du nur angesagt, rechts pushen? Ist egal. Ich habe gesagt, rechts zurückfallen, links pushen. Aber angefangen. Kommt da raus. Hab ich nicht gerade gesagt, gib keine Push-Scheiten an, dass es nichts bringt? Es geht doch nicht darum, dass wir pushen aggressiv spielen, da ging es darum, dass wir das Team retten. Da ging es darum, dass wir zusammenbleiben und gemeinsam da rauskommen, weil ansonsten wäre nämlich genau das passiert, was sowieso passiert ist jetzt, weil keiner reagiert hat, nämlich dass die Russen uns einfach eingekreist haben, wir uns alle in der Mitte gebloppt haben und nacheinander alle verreckt sind. Bin ich jetzt zwar nicht der Meinung, dass das so gewesen ist, aber egal. Da sage ich nichts mehr. Ja, die rechte Flanke hat sich einknicken lassen, ja, das ist richtig. Und dadurch wurden sie umzingelt. Übrigens von der Unterzahl von Russen, nur so als Info. Das war eine Überzahl, Mike. Nein, war es nicht, weil auf der linken Seite zwei gefallen sind. Weil auf der linken Seite sind zwei gefallen bei der Russen. Und da waren sie zwei weniger. Also hätten sie auf der rechten Seite ohne linken Seite nicht umzingeln können. Rein theoretisch, weil sie dann Unterzahl waren. Nein. Mike, warte.
Jay und Polly, komm mal mit. Ja. Einmal Jay hierhin und Polly dahinter. Oder dahin. Natürlich dann. Da. So. Dann ein Preuße von rechts. So. Simcoe stellt sich hier mit einem Obenschlag. So. Jetzt haben wir doch gerade die Situation. Jay steht jetzt hier defensiv gegen einen Offensivspieler. Ja. Jay hat jetzt gerade keinen Block drin, einen falschen Block drin, sonst was. Oder auf jeden Fall, er stirbt zu 100%. Nein, lass den Block draußen. So. Das Ding ist, Jay wird jetzt sterben. Macht es jetzt für Polly Sinn, hier reinzuspringen? Beziehungsweise auf Simcoe drauf. Macht es gerade Sinn, Polly? Wenn er zu 100% stirbt und ich keine Chance habe, ihn also abzustechen, wenn er stechen ist, dann ist es sinnlos, nein. Dann, ja, dann würde ich es nicht tun. Dann würde ich eher blocken und schauen, dass ich dem Team zurückkomme. Okay, nehmen wir an, der Graben ist hier nach rechts weiter oder nach links weiter. Dann würde ich sagen, Achtung, bei auf der linken Seite ist einer gefallen. Was sagt Simcoe dazu? Entmuten. Das kommt ganz darauf an, wie die Teams verteilt sind. Wenn jetzt zum Beispiel hier noch Preußen um mich rum sind, die mich decken würden, dann würde ich als Polly da auf keinen Fall reingehen. Wenn ich aber hier relativ, wenn die Gegner, wenn meine Preußen jetzt genauso stehen, dass hier hinter mir ein Preuße steht, dann würde ich probieren, in dem Moment, wo ich dann hier, weiß ich nicht, wer das ist, absteche, Polly, als Polly, mit dem Untenstich schnell genau da reinzugehen, weil während ich den absteche, kann ich nicht einen Block reinmachen und werde dann direkt sterben. Das hab ich ja gemeint. Selbst wenn er ihn blockt, dann geht er zurück. Aber ich meine, Kuh hat ja gesagt, dass ich keine Chance habe, dich zu töten, also dann ist es sinnlos, ich reingehe. Nein, weil ich habe gesagt, Jay stirbt zu 100%. Macht es für dich Sinn, reinzugehen auf Simcoe? Ja, dann gebe ich Simcoe recht. Also geht's rein. Ja, es kommt auf die Situation drauf an. Gut, dann nochmal ein Preuße von rechts. Kommt halt drauf an, ob ich gedeckt bin oder nicht. Genau. Setz dich hier hin. So. Simcoe ist jetzt gedeckt. Macht es jetzt Sinn, da reinzurennen, wenn... Jay zu 100% stirbt. Nein, es macht keinen Sinn. Also Leute, wir kommen nochmal zum Schwarzauge zurück. Es macht keinen Sinn, einen Teammate zu decken, der A stirbt und B, wo ihr dann ungeschützt dasteht, wenn ihr den Schützen versucht. Also achtet doch selber drauf. Gehe ich da jetzt auf den Gegner drauf oder lasse ich es bleiben, weil ich dann selber auch noch sterben werde? Ihr müsst akzeptieren, wenn ein Teammate tot ist, weil er selber einen Fehler gemacht hat. Nur aus diesem einzelnen Fehler müsst ihr doch keinen Gesamtfehler machen. Wenn einer stirbt, müssen nicht zwei sterben. Also ihr müsst ein bisschen nachdenken, schon ein bisschen. Nur schauen, wie ist die Reichweite zum Feind? Wie ist die Reichweite zum eigenen Verbündeten? Kann ich ihn retten? Ja, nein, vielleicht. Aber rennt doch nicht einfach irgendwie hirnsturzmäßig da rein. Macht keinen Sinn. Also, ein bisschen nachdenken und... Ja, hoffentlich wird es dann besser. Dann eine Ausgangsformation. Charge! Russland. Alte, die Formation Preußen, die Mitte ist zu offen. Jeder rechts ist Russland rechts gefallen. Jetzt kreist sie ein. Boah, nicht schlecht, Preußen. Das war einer der ersten Mal, wo Preußen die Formation gehalten hat. Ja, das erste dazu. Zweitens, auf der linken Seite sah sehr heikel aus. Sehr, sehr heikel aus, bis dann die Situation da entstand, dass der Preuß auf der linken Seite wieder zurückgegangen ist. Und dass einer der drei Russen in der Mitte versucht durchzupushen, der in der Mitte hat aber reagiert, hat er abgestochen. Und somit hat sich die ganze linke Flanke bei Russland in Luft aufgelöst und so konnte Preußen gewinnen. Wer das auch immer war bei Russland. Wenn man in die Mitte zu gehen, obwohl da so viele Leute stehen, dass da nicht mal eine Härte Stiere durchgepasst hätte. Ne? Vorsicht. Denkt dran, arbeitet auch eine Sicherheit im Charge. Denkt dran. Beleben. Ist wichtig. Charge. Ihr seid sich bürnen, ey. Ja, die Konzentration, ne? Achtung, mit dem Rest des Spiels zu aufpassen. Alter, nicht so weit ausblenden hier bei Brot. Lass uns nicht über denen. Wieder von rechts, wieder rechts in die. Wieder reinrücken. In die Graben. Achtung, links fällt der Russland. Links ist gefahren. Backstepper.
Ja, Russland. Gleiche Beispiel, was vorher. Oh, gut, bitte mal alle. Was? Nicht viel. Russland das gleiche Problem, was jetzt Preußen hatte, habt jetzt ihr. Konzentration für den Arsch, Blockbereitschaft für den Arsch. Formationen werden nicht gehalten. Was ist los? Heißt das nur, weil ihr dreimal oder viermal hintereinander gewinnt, dass ihr gleich locker lassen sollt? Nein, ich glaube nicht. Charge. Prostan ist positiv. Ich bin so viel raus. Und diese Blockbereitschaft, wie so geil. Oh, herrlich, da könnte ich kotzen. Bitte? Was mache ich nochmal, wenn ein Gegner einen Schlag vor mir hat? Ich bin mir ganz sicher, ich glaube blocken war es, ne? Schlagen, blocken vor Schlagen, oder wie war das? Oh, weia. Als meine Oma gesehen hätte, die wird schon gerade rumdrehen. Aber nicht gut. Ne? Ne? Liegt senkrecht eigentlich ganz gut. Das war... es gemilde auszudrücken. Haben wir schon besser gesehen, ne? Charge! Preußen, was macht ihr da rechts? Ihr seid viel zu... ja, jetzt. Richtig, viel zu weit abgesplittet und umrundet. Die rechte Flanke von Preußen einfach weggelaufen. So, gut, Kuh, kurz übernehme ich gleich wieder da. Ja. Preußen, ihr habt euch ja gerade richtig gut Deckung gegeben. Da konnte man einfach bei der linken Flanke von uns aus gesehen, sprich in eurer rechten Flanke, um einzelne herumgehen und zack, war man in der gegnerischen Mitte. Also super. Konnte man jede Menge Kills holen. Super. Leute, schließt doch die Kacklücke beim nächsten Mal und geht nicht alle nach links oder lasst eine fette Lücke. Ja. Hä, das hat damit nichts zu tun, nur ich meine, es müssen sich ja nicht alle Leute nach dem preußischen Graben richten, wenn ihr meint, ihr müsst total nach rechts gehen. Die Mehrzahl war ja links, also seid ihr ja weggegangen. Oder es war mal wieder so, dass die Links und Mitte, ohne was anzusagen, nach links weggelaufen ist. Leute, ihr seid ein Team. Die wichtigste Regel ist immer, im Team zusammenarbeiten. Sprich, ihr achtet erst auf eure Teammates. Geht dann in den Grabenkampf rein, achtet dann auf den Gegner, parallel auf eure Teammates immer noch. Gebt euch anständige Deckung und nicht so hirnrissige, wie ich es gerade gesagt hatte, dass einfach alle nach vorne gucken, wie vor der Glotze oder sonst was. Und ihr müsst euch da halt anständig Deckung geben. Da darf es nicht passieren, dass irgendjemand um die Formation herum rennt und dann die ganzen Kills holt. Das, ne? Da kommt die andere Frage an Iboa jetzt gleich direkt. Wollen wir das heute machen mit dem All-Whisper? Weg, aber nimmst du Whispern? Bin schon dabei. Okay. Kann ich da bitte mal das neue Passwort reinschreiben? Ja. Müsste aber Iboa mal dazu nehmen. Also gut, ich bin mal AFK essen. Also das Passwort ist falsch, Alex. Ja. Das ging vorher noch. Das setzt mich gleich um. Mikrofon muted. Zauschauer, ich muss noch kurz den Server wieder eintragen. Das wäre kurz Unterbrechung. Bin da wieder da für euch. User disconnected from your channel. Was wird denn das heute? Ist das normales LB oder interne? Normales LB. LB gegen die 3A-Division. Genau. Nice. Es wurde, also irgendwie kam, ich glaube heute ein Post ins Forum, dass sich Ipoa da schnell was organisiert hat. Also zufällig irgendwas schnell organisieren konnte. Mikrofon activated. Und es ist quasi jetzt ein testweise, sag ich mal, LB gegen die. Und wenn es gut funktioniert und beide Regimenter damit zufrieden sind,